wir sind jetzt hier am Haupteingang an der Schüco Arena. Es sind ungefähr anderthalb Stunden noch bis zum Spiel. Und Stimmung ist schon super. Wir wollen noch ein paar Stimmen einfangen. Ole. Freuen Sie sich auf das Spiel? Ja. Hier ist schon mal super Stimmung. Wie sieht es denn mit Michael Ballack aus? Wird der noch fit heute? Haben die? Die haben bisher alles hingekriegt und die schaffen das auch heute. Ja, hallo, komm mal ran hier. Komm mal ran hier. Na, wie war die Stimmung da vorm Tor? Ah, super. Genial, genial. Stimmung ist super. Ja. Wie lange habt ihr gewartet, bis ihr reingekommen seid? Eine halbe Stunde bestimmt. Eine halbe Stunde war es auf jeden Fall. Noch nicht länger? Ja, eine halbe Stunde, aber Stimmung war da. Wie viele Leute haben schätzungsweise jetzt vorm Tor hier vom Haupteingang einer Schüko Arena gewartet? 15.000. Mindestens, was? Ja, bestimmt, insgesamt. Also ist ja nicht die Frage, dass Deutschland gewinnt, aber wie hoch werden die gewinnen? Ich denke mal 2-1, wird ein knappes Ding, aber wir werden es schaffen. Auch wenn Ballack nicht mitspielt? Ich denke, Ballack wird mitspielen, das war nur eine Finte. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, oder? Auf jeden Fall. Und wie hoch? Ich tippe 2-1. Gut vorbereitet für das Spiel heute? Ja, wir beide sind gut vorbereitet, aber eins. Wie denn? Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Auf den Sieg. Nur eins ist schade, dass Michael Ballack heute nicht spielen wird, aber. Ja, vielleicht spielt er ja doch. Vielleicht sagen wir kurz vorm Spiel, ist das reine Taktik, damit die Spanier sich nicht drauf einstellen können. Ich glaube nicht dran, aber es wäre schön, wenn. Ist er nur eine Wadenverhärtung oder nicht? Oder was hat er jetzt genau? Es ist ein Problem an der Wade, aber wir gewinnen trotzdem 4-1. Feiern, Leute, feiern! Wie werden denn die Deutschen spielen? Mit welchem System? Irgendeine Ahnung? 3-1 gewinnen die auf jeden Fall. 3-1. Also Deutschland wird gewinnen, auf jeden Fall. Aber wie hoch? 3-2. Auch wenn Ballack nicht mitspielt? Auch wenn Ballack nicht mitspielt. Hoch werden wir denn gewinnen? Ich sag 2-0 Deutschland. Du, die Osttribüne ist ja gesperrt. 19.500 Leute haben ungefähr Platz. Ist das richtig? Das ist richtig. 14.000. 15.000, 16.000, hier rein, ja. Wie viele standen jetzt heute hier bis jetzt an der Haupttribüne, am Haupteingang? Eingang, wir haben zwei Eingänge, einmal den Haupteingang und einmal unten noch eine, am Park, der Eingang. Da ungefähr sind jetzt drin, schätze ich mal, was da noch vorsteht, so eine 8.000, 9.000. Alleine hier schon, am Haupteingang? Sind sie hier schon, ja. Wie viel sind jetzt schon drin? Ich schätze 6.000. Ah ja, geht doch recht schnell. Gerade 7:10. Also können wir rechnen, heute, wie ich das sehe. Heute wird's voll, oder was? Voll, so 20.000. Volles Haus. Ja, volles Haus, ja. Das wird es. Und draußen alles friedlich soweit, oder gibt's schon? Friedlich wird's, nein, keine Komplikation und kein Terror, nichts. Bis jetzt noch nichts. Und Gott sei Dank, hoffentlich bleibt es auch so. Ein bisschen Haare gefärbt, geht das wieder raus, oder bleibt das jetzt? Nein, das geht schon wieder raus, keine Sorge. Wird Deutschland gewinnen? 3-2. Also wir sind richtig in schöner Stimmung und werden wohl das Ding nach Hause schaukeln. Stimmung ist schlecht, aber wir werden das Spiel gewinnen. Auf jeden Fall. Ganz klar. Spanien Favorit? Ja, auf jeden Fall. 4-1 für Deutschland oder Spanien? Spanien. 10-0. 4-1 für Spanien. Fabregas. Ich tippe auf den Sieg von Spanien, 3-2. Ach tatsächlich, warum? Ich bin selbst halb Spanier. Aber ich. Ach, das ist aber kein Grund. Ich denke einfach, Spanien ist die bessere Mannschaft. Warum? Haben die so ein starkes Mittelfeld oder wie? Sie haben sehr starke Offensivspieler. Deutschland! Ja, ich bin einfach für Spanien. Aber einer eurer Stürmer, der ist ja auch krank. Der spielt ja auch nicht. Ja, der ist leider nicht dabei. Aber Ballack ist ja zum Glück dabei für Deutschland. Also ich freue mich für beide Mannschaften. Ja, super. Ich möge gewinnen. Wer wird gewinnen? Blöde Frage, oder? Naja, ich hoffe natürlich Deutschland, sonst hätte ich mich so nicht angemalt. Aber es wird ein hartes Spiel, glaube ich. Wie hoch werden die gewinnen? 2-1, bitte. Ja. Die werden auf jeden Fall feiern. Wir haben schon vor 2 Wochen gebucht und es war klar, dass wir hier in Bielefeld das Finale erleben werden. Aber tolle Klamotten, nur falsche Reihen. Goldene Schuhe sind auch ein bisschen zu viel des Guten, oder? Deutschland wird Europameister. Ich bin mir nicht sicher, weil die Spanier spielen verdammt gut. Also es wird ein heißes Spiel. Oder sie spielen auf Verlängerung und Elfmeterschießen. Das wird gar nichts mehr gehen. Oh, aber das wäre nichts für meine Nerven.
Wir haben ja ein sehr starkes Mittelfeld, die Spanier. Wie werden denn die Deutschen, wie werden die denn versuchen, das zu knacken? Die sind so gut und das ist einfach die superste Elf, die ich kenne. Das ist halt unsere Mannschaft und die werden es schaffen. Welches System werden die denn heute spielen? Vielleicht das von Portugal, ich weiß es nicht. Sie sorgen hier für die akustische Unterstützung heute Abend? Auf alle Fälle, volle Pulle. Versteht sein eigenes Wort kaum. Also, tolle Sache hier. Gibt es denn trotzdem Favoriten heute Abend? Mein Herz schlägt für Deutschland, bin ich ehrlich. Aber die Spanier haben super gespielt. Und ich hoffe, der Ballack kann spielen. Und die zeigen es richtig. Die Stimmung hier auf dem Siedepunkt. Man kann sich kaum vorstellen, dass das noch besser geht. 1:0 für Spanien. Ja, schade. Scheint so, als wären die Spanier doch so ein bisschen zu stark für die Deutschen. Aber die Stimmung hier ist auf jeden Fall erstmal super. Gleich kommt die zweite Halbzeit. Wollen wir mal schauen, ob da noch was geht. Die Favoriten, die Spanier, sind die jetzt vielleicht doch ein Tucken zu stark für die Deutschen? Ich meine, gut, Favorit waren sie von vornherein sowieso. Und dass sie technisch besser spielen als unsere, ist auch klar. Und wenn man sie. Angeblich ja die technisch beste Mannschaft des Turniers. Also alles andere, als wenn die heute gewinnen werden, wäre natürlich super. Alle Spiele gewonnen und naja. War es ein spannendes Spiel? Auf jeden Fall. Wieder Vize, aber der Herzen wie immer der Weltmeister. Herzen, auf jeden Fall. Europameister der Herzen. Auf jeden Fall. Wieder. Wie sieht's aus? Das war ein spannendes Spiel, oder? Also Deutschland hat ja relativ schlecht gespielt und deswegen fand ich es jetzt nicht so. Oder haben die Spanier einfach zu gut gespielt? Das kann auch gut sein. Aber wir sind doch wieder Europameister der Herzen, oder? Ja, sowieso. Ich meine, ist doch klar. Gewinner ist letztendlich nur der Erste. Es war gut, dass wir so weit gekommen sind, aber auch der Zweite ist Verlierer, weil nur der Erste kann gewinnen. So sieht das aus. Aber war das nicht abzusehen, die starken Spanier? Ja, ich sag mal so, wenn wir so gespielt hätten wie gegen die Portugiesen, dann hätten wir die Spanier heute geschlagen. Aber das, was wir heute abgeliefert haben, war nicht, also wir haben nicht das gezeigt, was wir eigentlich können. Warum? Woran hat es gelegen? Kann man das sagen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren die Spanier zu stark, vielleicht war es die Nervosität. Sind die nicht mit dem Spiel der Spanier zurechtgekommen? Ja, die Spanier haben gut dagegen gehalten. Deutschland hat zwischendurch, hatten sie ihre Chance, sie haben es probiert, aber Spanien war gut.